In ihrem düsteren Quartier im Warschauer Ghetto wird die Familie Dawidowitsch von einer Bekannten aus ihrer Heimatstadt besucht. Lydia Grabowska. Sie hat die richtigen Beziehungen und lädt Janina ein, bei ihr die Weihnachtsfeiertage außerhalb des Ghettos zu verbringen. Für Janina ist das ein unvergessliches Erlebnis. Sie freundet sich mit Lydias Kindern an. In das Elend des Ghettos zurückgekehrt, träumt sie davon, wieder nach draußen eingeladen zu werden. Zu meinem Geburtstag hatte mich Lydia, wie schon zu Weihnachten, zu sich geholt. Erich war geschäftlich unterwegs. Hast du Grünauge gesehen? Mhm. Und den anderen Offizier auch. Grünauge ist unser ganz besonderer Freund. Er ist aber nicht wirklich unser Freund. Danke. Du kannst jetzt reingehen. Ich spiele nämlich für Sie. Mutter hat mich darum gebeten. Naja, viel Erfolg. Danke. Na, geh schon. Sie warten auf dich. Was willst du denn spielen? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht Mozart. Lass die Türe auf. Wir wollen auch was hören. Kannst du Schach spielen? Papa hat mir die Züge beigebracht. Aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Das ist prima. Gegen Paul kann ich nie gewinnen. Der spielt deswegen auch gar nicht mehr mit mir. Die scheinen sich gut zu amüsieren. Die hatten auch gut zu essen und zu trinken. Klar, das hebt die Stimmung. Ach ja, wenn Vater weg ist, wird Mutter viel netter. Ist doch so, Marischa. Zu mir und meinen Eltern war deine Mutter immer sehr gut. Wir haben ihr viel zu danken. Ja, und sie ist sehr schön. Meine Mutter ist die schönste Frau auf der ganzen Welt. Ich glaube, dein Läufer muss mit dem Springer Platz tauschen. Die stehen falsch. Ah ja. Das mag ich gern. Du spielst doch auch Klavier, stimmt's? Naja, eigentlich nicht mehr. Möchtest du gerne, dass wir... Oh ja, wenn wir dürfen? Meinetwegen, in den Flur. Aber seid leise. Geht ja nicht rein. Thank you.
Lass den Zucker, du bist dran. Matt. Ach Mist! Tomek, das macht man nicht! Ihr sollt doch leise sein. Horcht, wie schön er spielt. Ich bin durch diesen Chopin gesaust wie noch nie zuvor. Nina, wenn du wüsstest, wie ich sonst darüber stolpere. Aber diesmal. Habt ihr zugehört? Ja, du warst sehr gut. Ich habe den Walzer als Zugabe gespielt. Mama hat mich darum gebeten. Beim Walzer hat mir der Hauptmann sogar umgeblättert. Nicht Grünauge? Nein, der Hauptmann mit dem Ritterkreuz. Danke. Bitte. Danke. Danke. Bevor er ins Bett geht, dürft ihr beide noch mal rein gute Nacht sagen. Nina auch? Nein, nur ihr beiden. Ja. Darf ich mal die Noten sehen? Ich finde, ja, doch. Aber ich finde, gute Nacht. Sehr schön. Ach, mein Junge. Gute Nacht, Mann. Gute Nacht, schlaf schön, ja? Ganze. Und du? Hi. Und du, was willst du? Marisha, bitte. Sorgen Sie dafür, dass die Jungs nicht mehr so lange lesen, ja? Also, Kinder, ab gute Nacht, Sommer. Ins Bettchen. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, ich habe eine neue Tanzpartnerin gefunden. Wer ist das kleine Fräulein? Eine Nichte meines Mannes. So, so. Und weshalb hast du sie mir vorenthalten? Sie ist nur zu Besuch. Für ein paar Tage. Ach so. Darf ich bitten? Thank you.
Geiznadeln. Und der Deutsche, er hat mit dir getanzt. Ja. Aber Nina, wie konntest du? Naja, was hätte ich denn machen sollen? Und diese Lydia? Warum treibt die sich immer mit den Deutschen herum? Mein Vater sagt, sie arbeitet für den Widerstand. Sie versucht, von den Deutschen herauszukriegen, was sie vorhaben mit uns. Und dann warnt sie Leute, die verhaftet werden sollen. Ja, das weiß ich ganz bestimmt. Aufregend, was du alles erlebst. Das möchte ich auch mal erleben. Glaubst du, dass ich mal aus dem Ghetto rauskomme? Ja. Ja, also, nachts können Sie hier schlafen, aber am Tag will ich Sie hier nicht sehen. Aber wo soll ich denn hingehen? Das ist Ihr Problem. Und dass Sie mir hier ja nichts anrühren, ja? Was ist? Noch weiter. Am Versöhnungstag 1941 erfuhren wir, das Ghetto solle um einige Straßen verkleinert werden. Gegen Ende Oktober wurde die Drohung wahrgemacht. Und noch mehr Menschen zogen in unser Viertel. Sie haben wahllos Geiseln genommen und runtergeschossen. Meine Tante war in Wilna verheiratet. Sie trieben die Leute durch die Straßen. Ach, vielleicht ist es nur ein Gerücht. Nein, nein, ich weiß es von einem, der selber dabei war. Ich will nicht mehr darüber nachdenken. Wenn ich das tun würde, könnte ich nicht mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Wenn du wüsstest, was ich mir alles anhören musste. Ach, ich muss mir auch allerhand anhören. Weißt du, was die alte Hexe jetzt getan hat? Also, jetzt lass mich mit der endlich in Ruhe. Ich hasse diese alte Hexe. Von Anfang an hat sie uns betrogen mit dem Gaszähler. Vielleicht kümmerst du dich auch mal endlich drum. Wofür hab ich dir denn den Ofen besorgt? Muss der nicht dauernd in der Küche sein? Vom Sägewerk bis hierher muss ich die Säcke mit dem Sägemehl schleppen. Schau meine Hände an, wie ich aussehe. Und diese Alte da draußen? Ach. Frau Katz hat vorhin zu der neuen Untermieterin gesagt, sie darf nur nachts zum Schlafen hier sein. Am Tag muss sie weggehen. Papi, kannst du der Frau nicht helfen? Argentinien, Bevölkerung 10 Millionen, Hauptstadt Buenos Aires, Haupterwerbszweig Landwirtschaft. Brasilien, Bevölkerung 35 Millionen, Hauptstadt Rio de Janeiro, Haupterwerbszweig... Dahin wollte mein Bräutigam immer. Wer? Mein Bräutigam. Wann? Ach, vor dem Krieg. Wir waren verlobt und sowas. Er sagte, wenn wir heiraten, fahren wir nach Südamerika. Ja, ich hatte meine Aussteuer schon zusammen. Meine Tante hat mir 100 Zloty geschenkt. Das einzige Geld, das ich jemals gehabt habe. Und wo ist er jetzt? Auf und davon ist er. Und ich habe nie mehr was von ihm gehört. Sicher ist ihm was zugestoßen. Das ist meine Aussteuer. Vielleicht kommt er zu mir zurück.
Rachel. Hm? Wie schaffst du das eigentlich? Du musst doch entsetzlich hungern. Frau Katz gibt dir nie genug zu essen, das weiß ich. Ist deine Mutter da? Sie schläft. Ich zeig dir was. Bleib an der Tür und pass auf, ob sie kommt. Gemacht. Und Nina, ja, ja, sie hat aufgepasst, während ihre Mutter den Schrank ausgeräumt hat. Ah! Oh! Polizei! Polizei! Raus aus meinem Haus! Alle! Ich verbiete euch meinen Kopf und Pfeffer zu bezahlen. So eine Kanäle, so ein Luder, so ein Gesindel! Meine Sachen, die ich gesammelt habe, vom Mund abgespart. Frau Katz brachte den Fall vor das rabbinische Gericht, das in unserem Hause tagte. Da nichts bewiesen werden konnte, blieb alles ungeklärt. Thank you.
Naja, ich war bestimmt nie sehr füllig, aber... Ich wollte dich noch einmal darin sehen. Ich hatte völlig vergessen, wie du aussiehst. So elegant. Gegen Ende November verkaufte Mutter Vaters letzten guten Anzug. Doch nicht alle mussten hungern. Während dieser Zeit besuchten wir manchmal Tante Lola, die mit ihrem Mann Georg und Sohn Richard im besten Teil des Ghettos wohnte. Georg war immer schon ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, obwohl niemand genau wusste, was für Geschäfte er eigentlich betrieb. Richard aber war eine Art Genie. Und von Dr. Katzer? Dr. Katzer kommt aus Krakau. Latein und Spanisch. Und gibst du mir mal rüber, Marek? Danke. Darf ich mal lesen? Ach, ihr werdet es ja nicht glauben. Soll ich es Ihnen sagen? Ja. Jetzt geben Sie ihm die ersten Stunden Sanskrit. Was man früher in Indien sprach. Richard ist urkomisch. Ja. Diese Woche spricht er mit uns nur noch Griechisch. Er wird es mit euch auch probieren, wartet's nur ab. An seiner Stelle würde ich das bleiben lassen. Wieso? Na, hör mal. Bei diesem Elend, in dem wir leben? Was für eine bessere Investition gäbe es denn für die Zukunft? An Richard hat er schon immer was auszusetzen gehabt. Ach, das stimmt doch gar nicht. Doch, doch. Den Eindruck machst du wenigstens. Immer an anderen herumzukritisieren. Ja, das stimmt. Du hast diese Neigung, Marek. Zu Hause warst du genauso. Wann? Nur jedes Mal, wenn ihr eingeladen wart bei uns. Ach, das war dann nicht sehr oft der Fall. Komm, komm, wir haben euch oft genug eingeladen. Bitte. Bitte. Alles ist vorbei und vergessen. Nehmt doch noch ein Stück Kuchen. Das ist gut, nicht wahr? Wie du das nur immer wieder schaffst. Das haben wir alles Georg zu verdanken. Unterm Stein, unserem Hausbesitzer. Danke. Der ist wirklich sehr nett zu uns. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Es gibt immer noch außergewöhnliche Menschen hier im Ghetto. Stein und Georg machen zusammen... Stein und ich sind Geschäftspartner. Ihr müsst Stein kennenlernen. Bei ihm gibt's die schönsten Feste. Was? Hier? Oben, in seiner Wohnung. Wir tanzen und unterhalten uns. Mhm. Aller Achtung. Regnet's? Mhm, ja. Schaut, wie gut sich die beiden vertragen. Schade, dass wir jetzt kein Foto machen können. Er schreibt das Gedicht natürlich auf Griechisch. Kannst du mir hier drauf eine phönizische Galeere zeichnen? Nehmt doch noch ja. ein Stück. Ich hätte gerne, dass sie aussieht wie so ein verschnörkeltes Initial in alten Büchern. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Ich schreibe nämlich meinem Professor auf das Blatt ein Gedicht zu seinem Geburtstag. Dahin. Alles kann Richard natürlich auch nicht. Zum Beispiel kann er nicht zeichnen. Mhm. Mhm, die Phönizier hatten ein breites Segel. So? Ja, ungefähr. Wirklich schade, dass wir jetzt kein Foto machen können. Könnt ihr euch noch an die Gabowskis erinnern? Sie hatten ein Fotoatelier. Ach ja. Sie haben von Richard Bilder gemacht, als er noch klein war. Die sind jetzt in Warschau und handeln mit Antiquitäten. Ich habe da von jemandem noch was anderes gehört neulich. Wer war das? Sie zieht gleich? Mit den Deutschen herum. Ach, das weißt du doch nicht. Sie kann sich alles erlauben. Eine sehr gut aussehende Frau. Vielleicht arbeitet sie für die Widerstandsbewegung. Tja, manche Leute führen ein außergewöhnliches Leben. Unglaublich. So, ich muss. Aber ihr geht doch nicht schon. Ihr seid doch Marek hat heute Abend Dienst. Ja, wenn ihr müsst. Schade. Dabei war es so gemütlich. Richard, komm, sag auf Wiedersehen. Ihr müsst bald wiederkommen. Hat sie gemacht. Ganz gut. Nee, dass du das sagst, Richard. Hefeme ton estlon kamycho deignusi gäs. Nicht doch, mein Junge. Marek mag das nicht. Sag mal, Richard, kommst du überhaupt aus dem Zimmer raus? Ich meine, bewegst du dich hin und wieder? Er geht nicht auf die Straße. Dreck und Gewalt. Wozu also? He megale polis eremia megale esti. Und wie steht's mit frischer Luft?
Es ist schon gut, Mare. Er würde sich draußen nur was wegholen. Du hast völlig recht. Hätten wir nur weitergelernt, als noch die Möglichkeit bestand. Wie werde ich meiner Kugel in den Kopf gejagt? Prosten ananken ut ares antistatai. Logos pseudes ta me onta hos onta legei. Eines Tages werden wir noch sehr stolz auf unsere Kinder sein. Da bin ich ganz sicher. Bitte. Ja. Ein sehr hübsches Kleid hast du an. Ich habe es hier anfertigen lassen. Es ist wirklich hübsch. Ich freue mich, dass ihr kommt. Ich danke dir für alles, Lola. Habt ihr einen Schirm? Danke, wir klappen den Kragen hoch. Ach, sei nicht albern. Nimm meinen Schirm. Ich hab noch einen. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. In letzter Zeit geht's ihm wirklich nicht gut. Habt ihr einen guten Arzt? Ja, danke. Es ist so schön warm bei euch. Stein heizt das ganze Haus. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Richard. Hä, megale polis eremia megale esti. Kai polab echtrom, man tannus sin häuser feu. Ich möchte euch jetzt ein Stück aus Janinas Aufsatz vorlesen. Der Grund, warum die Renaissance die wunderschönste Zeit in der europäischen Geschichte war. Weil sie dorthin Hoffnung brachte, wo es keine gab. Und Farbe in eine Welt, die keine mehr hatte. Schön. Diola, bitte. Ja, Fräulein Bloch. Ich werde es nicht zulassen, dass du den Unterricht störst. Verzeihung, Fräulein Bloch. Der Grund, warum die Renaissance die wunderschönste Zeit in der europäischen Geschichte war. Weil sie dorthin Hoffnung brachte, wo es keine gab. Und Farbe in eine Welt, die keine mehr hatte. Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raphael waren berufen, das Dasein künftiger Generationen lichter zu machen. Mit dem magischen Pinsel ihrer Genialität hauchten sie neues Leben in das Christentum. Ich finde das sehr gut. Und es würde euch nicht schaden, es zu lesen. Ganz besonders dir, Jola. Zeig den Aufsatz deinen Eltern. Ich bin sicher, sie freuen sich darüber. Ganz besonders dein Vater. Du hältst nicht viel von meinem Aufsatz, nicht? Tu ich auch nicht. Leben, Schönheit, Michelangelo. Schau dich doch um. Als du nicht da warst, sagte Fräulein Bloch, du seist eine Anarchistin. Weiß ich, hat sie schon mal gesagt. Und dass du der Menschheit den Krieg erklärt hast. Die Menschheit hat sich längst selber den Krieg erklärt. Gibt es denn Hoffnung für uns? Für irgendjemand? Die Juden werden von den Deutschen ausradiert und helfen ihnen noch dabei. Auch im Ghetto sind die Restaurants überfüllt. Selbst wenn man über Leichen steigen muss, um reinzukommen. Manche kriegen sogar noch Kinder. Macht euch das nicht krank?
Naja, egal. Wir werden doch alle abgeschlachtet. Leonardo da Vinci. Aber hör mal, könnten wir nicht was tun? Was denn? Was dagegen? Es gibt nichts, was man noch tun kann. Du kannst die Menschen nicht ändern. Wir sind alle Wilde. Wir verdienen kein Mitleid. Heb dir das für die Tiere auf. Deine Eltern möchten nicht, dass wir uns treffen. Fräulein Bloch haben sie erzählt, ich verderbe euch. Sie haben ganz recht. Sogar mein Onkel hat gesagt, mein Hirn ist ein Abfallhaufen. Mein Hirn ist ein Abfallhaufen! 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 Wir gehen nicht mehr zu Fräulein Bloch, wenn sie dich rausschmeißt. Es gibt nichts, was ich bei ihr noch lernen möchte. Wozu auch? Meine Mutter versteht mich. Sie und ich, wir sind allein auf der Welt. Wetten, dass ich von hier auf die Bank springe? Das schaffst du nie. Ich schaffe es. Nicht, Jola. Du wirst hinfallen und deine Sachen schmutzig machen. Ihr habt immer vor allem Angst. Ich sage euch, in einem Jahr sind wir sowieso alle tot. Nicht! So kann ich nicht mehr nach Hause. Meine Mutter bringt mich um. Dann komm mit zu mir. Vielleicht kann meine Mama helfen. Nina, deine Tasche. Ich kenne Russland. Das wird der deutschen Armee auch nicht über den Winter helfen. Ach ja. Das macht mich ganz krank. Das ist alles so sinnlos. Das wär's. Gott sei Dank habe ich meinen Mantel schon verkauft. Jeden Tag treffe ich die arme Frau. Was? Die Stiefel auch? Ja. Glaubst du, die finden einen Soldaten, der klein genug ist, um sie zu tragen? Wir frieren, damit es die deutsche Armee schön warm hat. Nein. Verdammt noch mal! Lied von der Quahau. Es war mal gewesen, ein Gelehrter in Vilna. Er hatte eine halbe Lunge und seine Töchter waren unverheiratet. Seine Frau stürzte hin und starb. Bedeutet den Gelehrten von Vilna, der den Talmud im Herzen trug. Den Tag ging auf Reisen. Doch Räuber läuten ihm auf. Auf der Landstraße nach Lublin öffneten sie ihm den Schädel mit der rostigen Axt. Dim-butti-butti-butti, dim-butti-butti-butti.
Doch alle Talmud-Geschichten, die im Kopf hatte, flogen bis zum Himmel. Und jeden Stern, den ihr am Himmel funkeln seht, ist eine von seiner Geschichte. Die Bodhi, Bodhi, die. Im Frühjahr 1942 starb Sigi. Er und Tante Miriam hatten am anderen Ende des Ghettos gewohnt. Seit dem Herbst hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Das Insulin, das man seiner Mutter verkauft hatte, war pures Wasser gewesen. Ich dachte mir, du solltest erst gegessen haben. Ein junger Polizist kam vorbei und sagte uns Bescheid. Und du hast mich essen lassen. Ich möchte nicht, dass du zusammenbrichst. Und du auch. Du hast es gewusst und nichts gesagt. Du bist nicht besser als deine Mutter. Immer ist es meine Schuld, immer. Was für einen Unterschied machen denn die 10 Minuten? Und was wird aus uns, wenn du zusammenklappst? Ich komme mit. Das verbiete ich dir. Nimm wenigstens deinen Schal mit, bitte. Immer ist er zu ihr gelaufen. Immer hat er Geld gegeben. Seine Familie, die war arm. Wir waren reich. Ob Tante Miriam uns einen roten Heller gegeben hätte, wäre es umgekehrt gewesen. Warum heulst du? Ach komm. Komm, Nina. Hör auf zu weinen. Als ich zum ersten Mal nach Warschau kam, ich war 16 oder 17, dein Name Onkel Adam, er starb wohl im Krieg, mich mit in die Oper. Es gab La Bohème. Ich bin nur einmal vorher in der Oper gewesen. Ach, Onkel Adam weinte den ganzen letzten Akt hindurch. Ich weinte natürlich auch. Ach, Nina, wenn der Krieg vorbei ist, gehen wir beide in die Oper. Ich vermisse das vielleicht mehr als alles andere. Madame Butterfly, Tosca, Mignon. Habe ich dir jemals die Geschichte von Mignon erzählt? Nein? Die Geschichte stammt von Goethe. Ach, wohin soll ich dich zuerst mitnehmen? Nach Posen oder nach Warschau? Posen hat erstklassige Sänger. Ich habe dort einen wundervollen Rosenkavalier gesehen. Eine sehr schwierige Oper. Aber wenn der junge Edelmann, von einer jungen Frau gespielt, über die ganze Breite der Bühne schreitet, um Sophie die silberne Rose zu reichen.
ich will das nicht. Ich will nicht, dass du solche Risiken eingehst. Hopp. Madame? Ja, dann nimm schon. Das ist für dich. Danke. Ich bin diese Woche im Begleitdienst nach draußen. Rat mal, wer bei den Grabowskis jetzt als Haushälterin arbeitet. Hast du Lydia getroffen? Nein, Sophie. Unsere Sophie? Hat man mir erzählt. Nina, hast du das gehört? Mhm. Und was meinen die draußen, was hier noch geschehen wird? Die wissen auch nichts. Keiner weiß was. Am 22. Juli 1942 wurde das Ghetto von ukrainischen und baltischen SS-Verbänden umzingelt und die Aktion, wie man es nannte, begann. Was machen Sie denn noch hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie tagsüber nicht hier sein dürfen. Mein Gott. Rache! Rache! Den Plakaten zufolge sollten 6.000 Juden pro Tag in den Osten umgesiedelt werden. Um diese Aktion zu erleichtern, wurde all denen Brot und Marmelade versprochen, die sich freiwillig melden würden. Und bald bildeten sich lange Schlangen am Eingang zum Umschlagplatz. Der große Platz, wo die Eisenbahnzüge ankamen, um sie abzutransportieren. Herr und Frau Katz ließen sich nicht bestechen. Aber Rachel war verschwunden. Sie hat ihre Aussteuer mitgenommen. Bleiben Sie ruhig, ich sehe nach. Als Angehörige eines Polizisten waren wir einigermaßen sicher
Und eine Zeit lang erstreckte sich dieser Schutz auch auf die Großeltern. Aber Herr und Frau Katz hatten überhaupt keine Papiere. Alles in Ordnung, Frau Katz. Es ist jüdische Polizei. Kontrolle. Janina Davidovic, Marek Davidovic, Celia Davidovic. Mein Mann ist auch bei der Polizei. Mhm. Sonst noch jemand? Nein. Keine Haussuchung? Schon gut, ich kenne den Marek. Auch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Los, bewegt euch! Na, macht schon! Danach krochen sie unter die Couch oder quetschten sich in die Kohlenkammer. Trotzdem wurden sie bei einer der folgenden Razzien entdeckt. Weiter! Sie versprachen, sie würden uns schreiben und uns mitteilen, wie es im Osten wäre. So, meine. An diesem Tag besuchte uns Großmutter. Großvater wollte später nachkommen. Nach und nach hörten die schrecklichen Geräusche auf. Endlich herrschte Stille.
Und als nach einer Stunde immer noch kein Laut zu vernehmen war, wurde uns klar, dass wir die einzigen Überlebenden waren. Kinder. Ja. Und hier sind Sie nicht reingekommen? Nein. Wir können nicht hierbleiben. Keinen Tag länger. Ja. Was meinst du? Solange unsere Papiere in Ordnung sind. Wie lange soll das noch dauern, bis wir in so einer... Was ist? Mika! Xenia! Lika! Wer ist das? Das ist Herr Roth, der kommt von der Arbeit. Lika! Xenia! Er ist der Vater von Ninas Freundinnen. Er ist Witwer. Lika! Xenia! Wo seid ihr? Milka! Ah! Niemand von uns wagte sich an das Fenster heran. Ganz früh am nächsten Morgen zogen wir aus.